Als nächstes kommen wir oder gehen wir vielmehr nach Heidelberg, denn da ist momentan kein geringerer als der Starfotograf Martin Häusler da. Vor seiner Linse, da standen schon viele Hollywood-Prominente, beispielsweise Britney Spears oder auch Meatloaf. Geboren wurde der Mann, der auch in Los Angeles lebt, hier bei uns, nämlich in Heidelberg. Und von da genau meldet er sich zurück, und zwar mit seiner Ausstellung Cuban Beauty, die in etwas mehr als einer Stunde im alten Hallenbad in Heidelberg eröffnet wird. Für den gleichnamigen Bildband standen diesmal keine Prominenten, sondern einheimische Models der Karibikinsel Kuba vor der Kamera. Mehr als 3 Jahre hat er vor Ort ausschließlich kubanische Models gecastet, hat die schönsten Locations gesucht und mit seinem kubanischen Team, wie Sie auch sehen können, atemberaubende Aufnahmen gemacht. Und schon vor Ort bei der Ausstellung ist meine Kollegin Sarina Aschmann in Heidelberg. Sarina, das wird für den Künstler, für den Fotografen heute auch besonders aufregend sein. Eine Ausstellung in der Geburtsstadt. Ja, das fragen wir ihn doch gleich am besten selbst. Herr Häusler, Sie sind ja eigentlich überall auf der Welt zu Hause. Wie besonders ist es denn für Sie, in Ihrer Heimatstadt Heidelberg jetzt hier auszustellen? Naja, ich war viel unterwegs die letzten Jahre, habe sehr viele Ausstellungen gemacht in Amerika, England und sonst wo. Und ich liebe meine Heimatstadt. Ich bin unheimlich gerne hier. Ich habe vor 4 Jahren schon mal so ein Projekt gemacht hier in der Gegend. Und es gibt nichts Tolleres für mich, als das Ganze hier präsentieren zu dürfen. Gerade eine Veröffentlichung eines Buches, eine neue Ausstellung, das macht mich eigentlich stolz, dass ich das hier zeigen darf. Was soll denn der Besucher heute bei Ihrer Ausstellung mitnehmen? Er soll erstmal mitnehmen, dass der Martin Häusler was Neues macht. Nicht nur seine Promis fotografiert, seine Rockstars, Popstars. Er macht ein Kunstprojekt, natürlich in einem bekannten Stil. Und auch, dass dieses Projekt eben Cuban Beauty mir unheimlich am Herzen liegt, weil ich da nicht nur schöne Bilder machen wollte, sondern ich wollte auch eine Nachricht in die Welt senden, eben den Blick dieses Landes aus meiner Sicht. Ich habe das ganz anders kennengelernt als viele andere Touristen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Jetzt sehe ich ja fast nur Frauen hier auf den Bildern. Warum haben Sie denn fast nur Frauen fotografiert? Stimmt nicht ganz. Es gibt einige Männer. Es sind die meisten Frauen hier auf den Bildern, richtig. Cuban Beauty, der Titel, Beauty ist eine schöne Frau. Ja. Cuban Beauty kann auch das schöne Land Kuba bedeuten, ist sehr doppeldeutig gedacht. Und ich wollte natürlich erstmal hübsche Frauen fotografieren. Ja. Ich habe so viele alte Rockstars vor der Kamera und Männer, da bin ich natürlich glücklich, wenn ich mal machen darf, was ich möchte. Und habe da hübsche Kubanerinnen gecastet. Gab es denn Unterschiede jetzt, Sie haben ja sonst immer mit Stars zu tun, jetzt einfach diese kubanischen Models zu fotografieren? Nummer 1, alle sprechen Spanisch, mich versteht fast keiner, ist unheimlich schwierig, ja, braucht man Dolmetscher und sowas. Und es sind natürlich Models, es sind keine Stars mit Persönlichkeit, das heißt, ich bin komplett verantwortlich, was dort auf dem Bild passiert. Ist mehr Arbeit für mich, aber ich wollte das ja auch. Ich wollte ja was Neues versuchen und wollte eben so meine eigenen Bildszenen und Geschichten für das Buch inszenieren. Was ist denn so Ihr nächstes Projekt? Das nächste Projekt heißt Urlaub. Da ich jetzt seit, ich weiß nicht, 9 Monaten durchgehend arbeite. Und ich mache es erstmal gar nicht nach der Ausstellung. Und dann werde ich im Juni nach Los Angeles fliegen und dort wieder gucken, was passiert. Das ist ja bei uns im Beruf sehr spontan. Was zeichnet denn ein gutes Foto aus? Es gibt viele Dinge, aber auf den Punkt gebracht, ist ein gutes Foto für mich dann gut, egal wie ich drumherum als Profifotograf arbeite oder ob ich ein Handy nehme. Ich muss die Persönlichkeit des Menschen sehen, den ich fotografiere. Ich kann so viel Aufwand betreiben, wie ich möchte, wenn ich nicht diesen Blick habe und diese Emotionalität sehe eines Fotografierten, dann ist ein Bild für mich persönlich nichts wert. Welcher Star hat Sie denn jetzt am meisten begeistert? Ach Gott, in Kuba natürlich keiner, dort habe ich keine Stars. Das ist schwer zu sagen. Also ich habe so viele vor der Kamera gehabt, jeder ist anders. Ich weiß nicht, ich war vor kurzem in Liverpool mit Roberto Firmino, Fußballer, mache ich ganz selten, war total cool, war sehr witzig, so eine Erfahrung. Und sonst die Musiker, ich bin Rock'n'Roller, also da gibt es ja viele, von Bon Jovi bis Meatloaf, keine Ahnung. Vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn Sie noch Lust bekommen haben auf die Ausstellung, die geht noch bis zum 12. Mai.